Material suchen, genau. Also ich habe die X ja auch nur durch Finanzierung. Oh. Also das Spiel scheint dir wohl echt zu gefallen, Matti. Ist aber auch echt ein cooles Spiel. Ich dachte erst immer so, ha, so, ne, 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 so extrem eintönig und so, bla bla bla. Es ist relativ eintönig. Aber es macht trotzdem verdammt viel Spaß. Vor allem, es ist ein Zombie-Spiel, es ist ein Zombie-Metzel-Spiel. Du kannst rumfahren wie in GTA, du kannst Scheiße bauen, so ein bisschen wie in GTA. Allein das macht schon Spaß. Zombies klatschen geht immer. Das stimmt. Deswegen möchte ich mir auch ganz gerne World War Z holen. Ist so ein bisschen wie Left 4 Dead aufgebaut. Aber es ist auch Zombie-Klatschen. Da steht das Auto. Oh, oh, oh. Oh, das Auto ist gut beladen. Da. Okay, I'll run this home. Vor allem, dass man den zweiten Teil von State of Decay allein schon zu zweit spielen kann, ist schon mega. Ja, ja gut, den Survival-Aspekt hätten die gerne ruhig mehr reintun können. Da hätten sie echt gerne mehr reintun können. Also, dass du wirklich mehr Survival-Aspekt drin hast. Aber so reicht es auch. Ich meine, ich glaube, im zweiten Teil ist es sogar mehr. Aber es soll auch teilweise echt nervig sein. Weil er das Farmen so ein bisschen mehr Vorrang hat oder so. Aber ich meine, es gibt... Ich meine, es gibt Spiele, die versuchen, das irgendwie, ja, so ein Survival-Aspekt reinzubauen und schaffen es noch nicht mal. Hier hast du wenigstens ein bisschen noch. Ich mag das Spiel, auch wenn es sehr relativ eintönig ist. Aber wie Matti schon sagte, es ist Zombie-Klatschen. Also wer Zombies mag... Und kein Zombies-Klatschen-Spiel spielen will, egal wie eintönig es ist, hat was im Leben verpasst. Sag ich mal so. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich Left 4 Dead durchgezockt habe, ey. So oft, dass ich schon gar nicht mehr zählen kann. So. Dann können wir jetzt hier die Farm machen, würde ich sagen. Oder? Ach ne, ist was anderes, alles klar. Die Farm war ja was anderes. Na egal, machen wir einfach. Man hat ja an der Story nichts verpasst, wirklich. Da war einfach nur die Farm verteidigen und das Wort. Ich nehme vielleicht eine Schusswaffe mal mit. Oder habe ich vielleicht einen größeren Rucksack noch? Der hat 8 Plätze. Ah, der ist gut. So, der hat deutlich mehr. Der wiegt natürlich aber was. Also der wiegt 3,3. 3, okay. Eine Waffe wollte ich mitnehmen, genau. Schuss muss reichen und Werkstatt erweitern. Einfache Werkstatt zur Werkstatt erweitern. Da. Ich nehme das Auto. Also wenn man hier so ein bisschen ein paar Sachen auslässt, dann verpasst man hier echt nichts. Links, links und links.
Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, weil... Ja, es sind diese typischen Aufgaben. Fahr von A nach B, töte die Zombies dort. Fahr von B nach C, beschütze die Person dort oder hilf ihr. Sammel währenddessen nebenbei Ressourcen und alles mögliche und das Wort. Das war bei dieser Farmmission auch. So, und das war eine, auch keine Story-Mission. Keine Hauptmission. Würde ich mal sagen. Ist ja keine wichtige. Ja, ist ja egal, mein Gott. Es gibt Schlimmeres. War auf jeden Fall nichts Erwähnenswertes. Sagen wir so. War ich gerade noch richtig? Ja, einfach geradeaus. Einfach der Strecke folgen. In einem Abwasch. Muss aber aufpassen wegen dem Auto. Sonst habe ich gleich ein Problem. Na, hier steht ein Auto, okay. Hat man diese Mission hier, also hier dieses Gebäude, hatten wir das schon in der, im letzten Stream? Also im ersten Mal State of Decay? Da, guck. Kämpfen hat das 4 Sterne. Vorhin hatte der nur 3. Also, die steigern sich langsam. Ja, hier war dann einfach... Doch, mit diesem einem schwulen Pärchen da. Da mussten wir hier der Familie irgendwie helfen und dann kam da jede Menge Zombies. Da kam auch der erste große, richtig schwere Zombie. Den ganz, ganz fetten, dicken Wanz da. Ich meine, der kam sogar schon. Oder hast du privat gespielt? Also wir mussten auf jeden Fall das Ding hier nur verteilen vor einer Zombie-Masse. Der verlobte oder verliebte andere Mann ist dann, hat schon verwandelt. Wir mussten ihn erlösen und das war's. Fertig. Mehr war die Mission auch nicht. So, und was jetzt hier ist, ich glaube, das ist es sogar. Kann das sein? Talk to the boys if you're looking for a trade. I'm busy here. Begleitet Job. We've been hearing some rumors on the CV. People out looking for supplies getting robbed, stuff like that. I see. And you're the law in this matter, are you? More like a concerned citizen. Well, your concern is noted, but we haven't had any problems here. We look after our own. And you wouldn't know anything about this, would you? Take a walk with me, will you? Let me see if I can't explain how things are. Funny thing about people, they don't much like to challenge their assumptions. Now, me and my brother, we done pretty well for ourselves in all this. Other folks see that, and, well, it is in the character of very few men to honor, without envy, a friend who has prospered. Aeschylus said that. And an envious man is a man who will spread rumors about his neighbors. Right. Kann sein, dass Jesse mir so sogar ist. Running moonshiners are such upstanding citizens. Because we're businessmen. It's all about seeing the long game. Rob a man. And he'll give you what he's got in his pockets. You sell him what he wants, though, what he needs, and he'll keep on coming back to give you everything he has. Oh, did Aeschylus say that too? Here, let's ask Mickey. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich Urlaub habe. Eine Woche definitiv. Können aber auch zwei sein. Mickey, our friend here is curious if we've been stealing from our fellow survivors. Seems there are rumors to that effect. Shit. We was, wouldn't be anybody to spread no rumors. See? Nothing to it. Now why don't you run along, and if we hear anything, you'll be the first to know. Ne, das war die Quest nicht. Ah, keine Ahnung, da ging es auf jeden Fall um den... Der Bruder von der... Warte hier. Von der Lilly, der Bruder. Jacob, genau. Hat sich in irgendeinen Typen verknallt, der hat sich infiziert. Wir mussten dann hier hin, um zu sehen, wie es dem geht. Genau, den Doktor mussten wir holen, genau.
Und ja. Das war's. Mussten dann eine Horde von Zombies besiegen und das war's dann auch. Dann kam so ein richtig großer, schwerer, den wir dann nur mit, glaub, keine Ahnung, den ich dann nur mit einigen Mollys da gekillt gekriegt habe. Well, Job denied it, but I'm pretty sure they know something about it at least. Perfect. Our friends and neighbors. What should we do? I think for now we just tell our runners to stay extra sharp. We don't want to antagonize the Wilkersons if we don't have to. All right, I'll let everybody know. You watch yourself out there too. Alter, wie viele Zombie-Horden. Ist auch egal mit der einen Mission, mein Gott. Ich glaube, wenn du den dicken Gegner siehst, dann weißt du auch, wahrscheinlich, wer das, welche Mission das ist. Wenn ich sie dann stream, hatte ich mein, aber... Ach, egal. Das wurmt mich nur halt jetzt ein bisschen. Kacke. Egal. Ich versuche mich davon irgendwie nicht eins durcheinanderbringen zu lassen. So, wohin jetzt? We're about as secure as we can be here. Any hordes that come our way are gonna be sorry. I'm headed out. Duly noted. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Gibt es denn ein anderes Auto in der Nähe? Vor allem, ich bin so mutig, ich laufe in der Nacht hier rum. Obwohl die Zombies so extrem penetrant dann werden. Du kommst nicht da vorbei. Hahaha. Wow. Knappe Kiste. Hui. Wow. I'm almost home. I hope you brought me something pretty. Show you when I get there. So. Got it. Ich behalte die Pistole mal bei mir. So. Wie weit ist denn das hier mit dem Werkstatt? Okay, es dauert noch ein bisschen. So, zack. Und dann wieder zurück zur Mission. A, B, C, D, E, F, G und H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, D, U, V, W. Ja, bezüglich hier, was ich noch erwähnen wollte, warum ich die Basen hier so hingebaut habe, ist, damit die Zombies hier schwerer reinkommen. Das heißt, dieser Umkreis hier, in diesem Umkreis, wenn sich Zombies darin befinden, werden sie eher eliminiert als hier. So, und die kommen dann immer noch schwerer hier dann ran. Ich wollte so ein bisschen die Basis mehr beschützen. War so der Plan. We just wrapped up a construction project. Ja, Schlafbaracken, ja. We could use your help in this area. Okay. Let's go. Follow your lead. Let's do this. Gibt's auch noch ein Auto, das nicht irgendwie demoliert ist? Okay, kommen wir doch hier rüber. Nach Zombies mit Schutzwesten suchen. Läuft! Surprise, Motherfucker! I see one. Got him. Who? I'm done here. Hey, don't be a stranger. Ernsthaft?
Ernsthaft? Ach, Spiel. Das heißt ein Hohn. Hier ist nichts mehr da, alles klar, dann. Da ist noch so einer. Gut. Nächste Mission. Sollen wir langsam mal hier runterfahren? Ich würde sagen, ne, hier waren wir noch gar nicht. In dem Bereich waren wir noch nie. Allerdings würde ich erstmal ein neues Auto holen gehen wollen. Na, das brennt auch schon, das Auto. Da qualmt schon ganz gut. Oh, fuck. Ja, meine Fahrkünste sind super. Ich traue dem Auto nicht mehr. Ich verpiss mich jetzt erstmal. Ja, yeah, ich habe das schon zur Werkstatt erweitert, oder nicht? Ach, ist noch dabei. Ist noch dabei. 2 Minuten. Gut, bei einem Bauer nur. Wir lassen die Pistole mal hier, würde ich sagen. Und wir nehmen vielleicht mal jemanden mit. Also, der Typ ist müde, scheiße. Ich würde sagen, soll man die Mayo mitnehmen? Caleb. Kann jemand. Was? Nein. Wir nehmen die Maya. Okay, die braucht aber eine Schusswaffe. Die der andere Typ noch hat, ne? Scheiße. Ich muss mal kurz wechseln. Another time. Der da war das. Wo steht denn der? Ja, ich kann nicht zu jemandem wechseln, der beschäftigt ist, mir schon klar. So. Was für ein Hin und Her. Ich nehme lieber eine Schusswaffe mit. Okay, Y ist nachladen, alles klar. Alter, wie lange brauchten die? Alter. Gut, 3 Magazine muss reichen. Ach, da unten steht, es wird sogar angezeigt. Mit der Stufe. Fitness hatte sie nämlich vorhin noch 1. Jetzt hatte ich schon 2. Wenn man so schön sieht. Warte, der Doc hat Ärger? Gut, dann helfen wir erstmal ihm. Muss man auch erstmal wissen, ne? Das Problem ist, wir müssen dem relativ zügig helfen, weil sonst stirbt er. Hier sterben die Charaktere ja wie Fliegen. Vor allem, wenn man die selber spielt. Und der Doc ist der einzige Arzt, den wir haben. Somit müssen wir ihm helfen. Wo ist denn hier der Eingang? Da vorne. Ah, scheiße, komm mal nicht. Komm in ein Auto nicht rein, okay. Ain't too proud to ask for help. Thought them things had my number for sure this time. What are you doing up here?
paying my respects. That's Magina, right over there. I'm sorry. It was a long time ago. At least it spared her from seeing all this. Hell, she'd probably handle it better than I do. She always was the smart one in the relationship. Now, lately, I find myself coming out here more and more regular. Talking to her sets my mind at ease. Didn't figure on them things following me this time. Anyways, appreciate the help. You find your people in need of doctrine, you give me a call. Listen to this. I recorded it a little while ago. Can somebody draw these fuckers away? Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. You'll find it on your map. Nice. Cool, nice. Ja gut. Wo soll ich die Ablenkung schaffen? Da. Okay. Oh, der Doc ist schon wieder ein Problem. Ernsthaft? Oh nein. Alter, boah, diese Waffe hier, ne? Diese alte, ne? Oh, läuft. 20 Jahre nachladen, Mädchen. So lange braucht niemand. Niemand, um meine Waffe nachzuladen. Na toll. Hallo. Okay, er ist tot. Alter, ich hätte echt nicht schießen sollen. Das war ja so ein Kreischer. Holy fuck! Holy fuck! Was war das denn jetzt für eine Das ist scheiße, ey. Ich verpiss mich jetzt erstmal hier. Da, der Fette hier. So einen Fetten. Mussten wir besiegen. Alter. Da. Den Fetten. So einen Fetten mussten wir in der Mission eine Scheune, also eine Hütte da besiegen. Und er ist verdammt zäh. Wie man sieht, der hat die beiden vorderen Reifen geplatzt. Zum Platzen gebracht, ey. Das war das einzige Auto, das noch funktioniert hatte. Gut, wahrscheinlich funktioniert die Werkstatt mittlerweile. Wäre ganz cool. Wenn nicht, uncool. Okay, aber die Ablenkungsmission kriegen wir noch hin wahrscheinlich.
Ist das Auto noch ganz? Nein, natürlich nicht. Da vorne steht noch ein ganzes Auto. Und da auch noch. Oh ja, geil. Ah, mit dem Auto, das noch ganzes, fährt es sich besser. Wow, die Ablenkung hat jetzt mal gar nichts gebracht. Da war gar keine Zombies in der Nähe. Wow. Okay. Hui. Hä, wieso sind die Werkstatt nicht repariert? Ganz. Wir könnten uns mit dieser Werkstatt auf Bau- und Autoreparaturprojekte spezialisieren. Werkzeugexperte erforderlich. Und wo kriegen wir Werkzeugexperten jetzt her? Hm. Wow, dass die Medikamente vor Jahren abgelaufen. Ja, die sollen froh sein, dass sie überhaupt was kriegen hier. Diese Spasten. Okay. Ich würde sagen, wir checken das da hinten mal. Und dann würde ich sagen, dass wir nach unten fahren, oder? Also hier unten dann. Was war denn hier oben? Andenken? Oh Gott. Hm. Brauche ich noch irgendwas? Eine andere Waffe, definitiv. Und den Rucksack mal weg. Toll, wir haben hier jede Menge kaputte Autos stehen. Moralproblem, Zorn. Ja, schön für euch. Ich habe andere Probleme. Scheiße. 18, ich brauche eine andere Waffe. Kann ich die mit? Das dürfte reichen. Dürfte reichen. Okay, unsere Lebensanzeige geht nicht voller. Warum? Ach, wir sind verletzt. Wir können den hier wieder nehmen. Na komm, wir nehmen den hier wieder. Den Newton Jung. Gut, hat eine gute Waffe. Kann man die reparieren? Ah nein, scheiße, weiß gar nicht. So. Ich glaube, eine Waffe ist überflüssig, komm. Falls nicht, ja, haben wir ein Problem. Oi, 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 oi.